Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern aufwachsen. Alltag in Moldawien. Natascha Magleli lebt zusammen mit ihrer Großmutter in der kleinen Stadt Chadirlunga im Süden des Landes. Ihre Eltern sind wie tausende andere im Ausland, weil sie in Moldawien keine Arbeit gefunden haben. Meine Tochter ist schon lange Zeit in Moskau, aber seit ein paar Monaten schickt sie kein Geld mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Unterstützt durch Wort und Tat will Vitali Paunov mit der Hilfsorganisation Gloria den Menschen in Chadirlunga helfen, denn von staatlicher Seite gibt es nur wenig Unterstützung. Es gibt zwar Gesetze und Maßnahmen der Regierung, um den Menschen hier in Moldawien zu helfen, aber das große Problem ist, sie wurden bis jetzt nie umgesetzt. Die Folge? Viele Menschen leben in Moldawien unter katastrophalen Bedingungen. Die Hilfsorganisation Gloria möchte das ändern. Krankenschwestern und Sozialarbeiterinnen kümmern sich um Menschen wie Maria Magleli. Versorgen sie medizinisch und bringen ihnen Lebensmittel oder Kleidung. Und der Bautrupp von Gloria versucht gemeinsam mit dem christlichen Hilfswerk Wort und Tat zu helfen und renoviert kostenlos baufällige Gebäude. Jeden Winter erfrieren hier Menschen, weil ihre Häuser keinen Schutz vor der extremen Kälte bieten. Ich wohne im Haus meiner Mutter, weil wir im Heimatdorf meines Mannes keine Arbeit gefunden haben und er ins Ausland gehen musste. Ich lebe hier schon sehr lange. Meine drei Kinder habe ich hier zur Welt gebracht. Aber mittlerweile ist es hier viel zu eng. Aber das Schlimmste war der Zustand des Hauses. Es war alles kaputt, die Fenster gingen nicht zu, es war feucht und das Dach war undicht. Trotzdem bin ich froh, dass mich meine Mutter weiter hier wohnen lässt, weil wir sonst gar nicht wüssten, wo wir sonst hin sollen. Der Bautrupp ist für Svetlana Busajay und viele andere Menschen in Chadirlunga unverzichtbar, denn kaum jemand kann das Material und die Handwerker bezahlen. Die Hilfe, die hier geleistet wird, ist wirklich spürbar. Ich bin sehr froh, dass ich hier arbeiten kann und dabei diese Menschen unterstütze. Ohne Gloria hätte die Familie die vielen Reparaturen an ihrem Haus nicht machen können, vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Es ist schön, dass es Menschen gibt, die anderen helfen. Zusammen mit den Menschen in Chadirlunga ist Wort und Tat dankbar, dieses Projekt begleiten zu können. Getreu dem Motto, Gott liebt die Menschen, wir zeigen es ihnen. In Wort und Tat.